Baba Yushka, die einzige christliche Wahrsagerin. Kannst du mir meine Zukunft verraten? Oh ja, Junge. Deine Zukunft sieht nicht gut aus. Du solltest in meinen Wagen kommen. Da kann ich dir mehr zeigen. Junge, geh weg hier. Was ist denn los? Das ist eine Heuchlerin. Das letzte Mal hat sie mir dasselbe Angebot gemacht. Die Bläschen werde ich bis heute nicht los. Siehst du das? Siehst du das Braune hier? Schrubben. Siehst du hier das Braune am Wagen? Das ist das kein Dreck? Hast du schon mal Tripper gesehen? Nein. Das ist Tripper. Oh mein Gott, so sieht das aus. Ein ganzer Wagen voller Tripper. Papa Yushka hat einen ganzen Wagen voller Tripper? Alter, ja, ich sag's dir mal. Ich sag, ich soll in ihren Wagen einsteigen und dann zeigt sie mir ein Abenteuerland. Papa Yushkas altes Trippermobil, ey. Da klebt sehr viel Tripper an ihrem Fahrzeug. Der Tripperkarren. Ich mach erstmal Baba Yushkas Karreneingang sauber. Baba Yushka wird immer so ein Trippertrip, hab ich gehört. Komm mit auf Baba Yushkas Trippertrip. Im Sommer gibt's dann eben Ferienspaß oder wie das heißt, weißt du? Der Ferienspaß. Sie haben auch keinen Bock auf ihren Kind in den Sommerferien. Ja, ja. Tja, jetzt neu von Baba Yushka, eine Tochterfirma von Kreis Industries. Ja gut, es ist für manche, wenn beide Eltern arbeitstätig sind, ist es schwierig, das Kind irgendwie dann 6 Wochen unterzukriegen. Ach komm, die Sommerferien sind doch eh irgendwie ätzend. Man freut sich doch, dass die Kinder in der Schule sind. Ist doch was Schönes. Für Eltern, ja. Ja. Endlich Zeit zum Aufräumen. Dann schiebt man die irgendwie zu Oma und Opa ab. Ist so. Dann sagt man, hey, guck mal hier, Oma und Opa, die haben doch einen Stall. Nee, schon lange nicht mehr. Ja, aber da kannst du trotzdem drin übernachten. Opa hat einen Stall voll Nutten. Da kannst du noch was lernen, Junge. Na klar, schön hier in Opas alten Nuttenstall und da hat man Spaß. Der weiß, wie man investiert. Kannst du lernen, wie man die Creme aufträgt. Ist wichtig. Guck mal hier, Baba Yushkas alte Felge. So, schon mal die Felge gebürstet. Die Yushka-Felge. Hat sie die dritten wieder rausgenommen. Oh, die Yushka-Felge. Für die besonderen Gäste nimmt sie die Zähne raus. Für die ganz besonderen Stammkunden zieht sie sich auch mal schön die Zähne raus. Dann gibt's einen schönen Yushka-Schlapperkuss. Boah, von unten ist der dreckig hier. Da ist ja richtig schwarze Kruste dran. Diffeldiarrhö ist da unten. Ah, ist ein böser Trip. Hier ist sehr viel Fluchmasse da unten am Karren. Sehr viel Fluchmasse, ja. Altfluchmasse. Das sind noch ein paar alte Flüche, die ich seit den 20ern nicht losgeworden bin. Ja, musst du schön abkratzen. Mit einer Spachtel. Das waren früher noch andere Zeiten, da war Körperpflege nicht so einfach, ne? Also ein Yushka-Fluch war schon was Fieses. Aber das war auch immer, ne? So zu damals zu so Zeiten... Irgendwie, ja, wir können das medizinisch nicht erklären, es muss ein Fluch sein. Ja, klar. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Wahrscheinlich, ich gehe sehr stark davon aus, es ist ein Fluch. Ja, und dabei habe ich Maden reingelegt und es hat nicht geholfen, merkwürdig. Wir haben nun alles versucht. 2 Liter Blut haben wir ihm abgezapft. Wir haben rein uriniert und es hat sich nicht gebessert. Merkwürdig. Mein Urin hätte eigentlich heilen müssen. Versuchen wir einen Kotwickel. Die Wunde hat sich noch mehr entzündet, nachdem ich Kot in die offene Wunde gedrückt habe. Hol mir die Schlammschale vom Praktikanten. Hol mir das Familienklo. Boah, Alter, aber hier Baba Yushkas Hütte, die hat viele Winkel. Viele Winkel und Kanten, na, da ist viel dabei. Hier innen drin, der Innendreck muss noch weg. Der Innendreck. Da ist sehr viel Innendreck. Besonders hier unten ist nochmal so richtig schön dick Karamell. Das ist Baba Yushkas Lieblingskaramell. Zack, da blinkt's. Bling, bling, bling und im Spleetsch. Hier ein Bling, da ein Spleetsch. Ey, die goldenen Yushka-Kugeln hier auf der Kaufen. Die Yushka-Balls. Die Yushka-Bällchen. Ihre güldenen Yushka-Bällchen mussten sauber gespreckelt werden. So bringet mir den Narr mit dem dicken Spritzer. Narr, das wäre ein Job für mich gewesen. Ja. Die wurden auch, ne, so... Die waren entweder sehr geachtet oder wurden geköpft. Ja. Ganz schmaler Grat. Aber so war schon immer Lachen, ne? Ja, ja, ja. Es ist Comedy heute auch noch. Ja, heute wieder ganz doll.
Moment, das fand ich jetzt aber gar nicht witzig. Aufhängen! Ja. Sofort! Guck mal hier, Juschkas alter Schrank. Der alte Apotheker hier drüben. Mein Großvater ist an Juschkas goldenen Bällchen gestorben. Mach da mal bitte kein Lach-Lach. Nicht Lach-Lach machen. Hören Sie auf zu lachen. Habe Familie. Ich habe Familie und die mag Lachen nicht. Meine Familie hat Lachallergie. Mein Opa hat schon lange nicht mehr gelacht. Ja, der ist ja auch schon seit 10 Jahren tot. Deswegen bist du ein Arsch. Ja, und deswegen er ist heilig. Da du nicht seinen Namen in den Mund nehmen. Aber er war ein Frauenschläger. Aber er war ein Großvater. Zu der Zeit war das noch modern. Deswegen haben wir auch den Familienfrauenschläger. Frank Frauenschläger. Sie möchten also bei uns arbeiten, Herr Frauenschläger. Ja, ich stelle mir vor, den Namen gab's halt, ne? Früher war es angesehen. Hat man, wenn die Frau irgendwie außer Rand und Band war und das Frauengold, das hat nicht mehr funktioniert. Ja, und dann hat man Frauenschläger angerufen, der kam vorbei. Der Arzt konnte selbst bei Hysterie nicht mehr helfen. Bei starker Hysterie rufen Sie Frank Frauenschläger. Oh Gott. Oh Mann. Werbung aus den 20ern. Kriegen Sie jetzt eine gratis Schachtel Zigaretten für die Erstbehandlung Ihres Neugeborenen. Auch neu? Jetzt Neugeborenen Schüttelservice. Dass Bike die Fresse nicht halten will. Frank Frauenschläger. Ja, ich würde ihn engagieren. Haben Sie auch das Problem, dass Ihr Kind mittlerweile 7 Jahre alt ist und weder arbeiten noch rauchen will? Rufen Sie jetzt Frank Frauenschläger, ja. Der Mann fürs Grobe. Ja. Wir haben schon viele dieser Probleme gelöst. Wir haben sehr viele zufriedene Kunden in unserer Kartei, die auch mit ihren Neugeborenen zum Schüttelservice kommen. Schütteln, bis das Spike die Fresse hält. Jetzt noch. Gott, ey. Die 20er müssen echt grausam gewesen sein. Ja. Ach, man kann froh sein, dass man eigentlich jetzt lebt. Aber die goldene Zeit. Ja, ich glaube, die 90er waren geil. Da habe ich ja gelebt. Ja, aber da wusste ich es noch nicht so zu genießen. Ah, doch, ich gucke mir jetzt zurzeit so von so einem Typen, das ist so ein kleiner YouTuber, der hat so eine Serie, Einblicke in dem Kinderzimmer aus den 80ern und 90ern und so. Ja. Und ey, allein unser Spielzeug, da kommt einfach nichts ran. Nee. Das, was heute da ist, ist einfach Dreck. Ja, das ist alles nur noch so Spin Master, China Plastic. War es damals auch, aber... Es war aber geil. Und hab ich, war Schleim. Habe ich ja zu dem Currywurstmann auch gesagt, so. Ne, weil er da gesagt hat, so, ja, ne, und... er war jetzt auch schon selber 15 Jahre nicht mehr beim Arzt und so. Und dann meine ich so, ja, ich sag, das ist das Gute. Ich sag, das ist der Panzerschutz, den wir uns aus dem 90er Jahre China Plastik alle zugezogen haben, so. Ja, das hat uns immunisiert. Das kann nichts zerstören. Ich wette, es gibt da draußen 200 verschiedene, mittlerweile verbotene E-Substanzen, die ich alle vertragen kann. Ja, ich hatte ein Labor, wo man selbst Süßigkeiten herstellen kann. Ja. Boah, das war so krass. Wie das war. Boah, ich hatte richtig gekotzt und so. Ich weiß das noch. Mir ging es tagelang super schlecht. Aber ich hab's nochmal gemacht. Ich hab nichts dazugelernt. Danach war ich 15 Jahre nicht mehr krank, Ja, mein Körper und mein Geist hat sich danach abgehärtet. Heutzutage nennt man das Shaolin-Ausbildung. Mach mal hier bei Bajuschkas schlabriges Vorzelt sauber. Das hängt mal, guck mal, wir sind jetzt bei der Hälfte. Das ist schon gar nicht so ein Schmalhans-Job, ne? Ja, ist halt so ein Mittel-Job, ne? Das ist so ein in the middle of the night. Omas Lappen hängt hier draußen so rum. Den muss man ordentlich spreckeln. Kann ich da eigentlich von der Kiste eventuell drauf? Hier gibt es bestimmt eine Leiter irgendwo, oder? Besonders hier die Wand ist schon ganz schön siffig. Da kleben sehr viele Erinnerungen an Kunden. Ja, der Pfosten hier ist schon ganz. Der hat irgendwie eine ganz trübe Kugel. Eine sehr trübe Kugel. Alter, was brennt denn da hinten? Das ist der Vulkan, wo die Katze reingefallen ist oder so, vom Bürgermeister, ne? Da war doch irgendwas. Ja, genau, da war ja was. Da war ja was.
Wir sind ja auch auf dem alten Jahrmarkt, wo Rutsche gegen Karussell irgendwie auch Krieg geführt hat. Ja. Bis dann das Riesenrad in die Stadt gekommen ist und niemand mehr wusste, wie es weitergeht. Vielleicht müssen wir irgendwann den Vulkan putzen, wenn die 1.0 kommt oder das Spiel zu Ende ist sozusagen. Oder du hast da alles sauber gemacht. Eigentlich ist hier ein sehr umfangreiches Spiel, ne? Also wenn du wirklich so richtig putzen willst, das ist schon 30 Stunden Spaß. Ja, ja. Also da sitzt du schon eine Weile dran. Das ist so am Ende, wenn dann die letzte Map und so, du hast dann alles geputzt, dann kommt so eine Zwischensequenz, die der Vulkan ausbricht und alles wieder dreckig macht. Alles ist wieder dreckig, ja. Alles ist wieder dreckig. Dann here we go again, nur jetzt mit noch einem härteren Krust. Das ist der Hard Mode, den hast du jetzt unlocked. Ja, Schwefelkruste muss dann weg. Richtig dick die Schwefelkruste abkratzen. Irgendwas hier an dieser gelben Schlabbermatte von Baba Yushka ist noch dreckig, aber ich finde nichts. Vielleicht da oben in der Ritze noch? Ah. Hier ist auch super viel Yushka-Dreck. Der ist schwer zu kriegen, ne? Na, hier ist auch so eine Stelle, hier dieses Gestell vom Fenster. Einzelne Dinge oder was ist das hier? Da gibt auch schon Speedruns, ne? Von dem. Ja, klar, wenn du. Aber da könnte ich uns drin sehen. Gut, Speedruns, maybe. Es gibt ja Leute, die sagen, keiner putzt so fantastisch wie wir. Also, dass wir da wirklich. Ja, wir haben da ja auch einen gewissen Flow einfach, ne? So einen gewissen Ritus. Dass wir da auch für einige schon gewisse Meister sind. Die sagen, okay. Hey, ihr. Wir kennen uns mit den Geräten gut aus, ne? Die sagen, ihr seid am Gerät einfach spitze. Ja. Hä, warum habe ich jetzt... So, hier oben ist, glaube ich, alles durch, oder? Jo. Boah, hier ist aber auch nochmal eine richtig ekelhafte Verklebung. Babbt ja richtig. Das babbt, ey. Babbt. Das babbt, ey. Babb. Ist das nicht eine Band? Bab. Du Bab. Du, du Bab, bib, bab, bab, du. Die Bab, Bab. Bada Bab, bib, du, Bab, bib, bab, bab, ey. Wir sind die Du Wabs. Du Wabs. Mit unserem Lied. Bib, Bab, Du Wab. Ja, die Du Wabs. Muss ich auch hinter das Fenster so ein bisschen spritzen? Ja, so leicht. Hast du gesehen, da oben diese Fenster, da wo sie offen sind, mit diesen Holzrohläden? Ja. Musst du so leicht schräg auch hinten ran spritzen. Oh, jetzt blinkt's hier drüben. Da blinkt's ab. Ey, die Kristallkugel, die ist ja schmuddelig, Junge. Ja, ist ja auch ihre Analkristallkugel. Soll ich jetzt meine Hände auf die Kugel legen? Nein, ich zeige Ihnen, wie man die Kugel heutzutage liest. Ich zeige dir, wie man diese Kugel benutzt. Wegen Baba Yushka, für was brauchen Sie dafür Kleid gehen? Zwei Jahre noch der Job, dann kann ich mir das auch sparen. Hey, die Eingangsplattform ist immer noch ein bisschen siffi. Kristallkugel, ey, da fehlt irgendwo noch eine Kante oder so. Ritzen wir es mal richtig ab. Hier unten ist auch noch eine Menge. Hier wird das ganz genau, ne? Ja, ja. Alles rund ums Bällchen, sagt er, da muss der akkurat sein. Ja, ja, ja. Ja, Fisch ist ja sauber, aber die Kugel. Wo ist denn nicht? Ah, da. Oben. Ah, die Spitze. Die Kuppe. Die Spitze. Auch die Spitze muss gedippt werden. Omas zwei alte Männer Truhe. Spritzen auf eine Box. Omas alte Truhe. Wenn Sie diesen Sommer hier nur einen Boxspritzfilm sehen wollen. Wenn Sie diesen Sommer aus einer großen Auswahl aus Boxspritzfilmen nur einen sehen wollen. Blut aus Boxspritzfilmen überschwemmt die deutschen Kinos. Jetzt neu, das Führerschatulle wird niemals trocken. Ein Boxspritz. Ein Boxspritzfilm der Superlative.
erleben sie Emotionen, wie sie sie noch nie erlebt haben. Ah, hier, Babajuschkas. Wie heißt die eigentlich offiziell? Franny. Weiß ich nicht, ja. Oldback Franny. Ich finde das bei, wo war, hier bei John Wick war das so geil mit dem, ne? So mit dem, kennen Sie Baba Yaga oder sowas? Man hat ja Angst vor Baba Yaga, wo er ihm das so erklärt, ne? Sagt, aber du hast John Wicks fucking Hund getötet, so. Er wird dich finden. Er wird dich finden. Ja, ja. Ja, weil die Baba Yaga hat Angst vor John Wick. Ja, gibt John Wick einen Bleistift und Game Over. War jetzt hier wieder diese Sony stellt Spiele Vorschau, ne? State of Play. Ey, nichts außer dieses Dino-Spiel von Capcom. Das sieht geil aus. Ja, das sah cool aus. Das sieht richtig geil aus. Da habe ich richtig Bock drauf. So Dinos, die vom Himmel regnen und du bist in deinem Gundam. Deinem Neo Genesis Roboter. Ja, sie haben es halt verstanden. Es sind Dinos drin, also wird es gut. Das kommt auch erst nächstes Jahr. Nächstes Jahr Dinos. Und ein neuer Trailer von Evil Dead. Und da gibt's auch einen Savini Ash. Aber den gibt's nur auf Konsole. Voll mies. Das ist richtig mies, oder? Ja, das ist gemein. Aber es sieht geil aus, das Spiel. Ich glaube, es wird cool. Sollte das nicht aber eigentlich schon kommen? Oder kommt es erst... Im Mai. Es wurde ja wieder verschoben. Es hätte im Februar, glaube ich, kommen sollen, aber haben es verschoben. Was aber, glaube ich, auch ganz klug war, weil, guck mal, Elden Ring und Dying Light und Horizon, also da ist ja wirklich jeder bedient und dann noch so ein ja, eher so ein Indie-Game, so ein halbes Indie-Game, es ist ja eher so ein Double-A-Spiel zwischen all den Perlen. Und die wollen ja mindestens auch ihre 30, 40 Euro dafür haben. Es hat ja sogar eine Kampagne, habe ich jetzt gesehen. Ich dachte erst, das wäre nur rein Multiplayer, aber ne, die haben dem Ganzen auch noch eine Kampagne spendiert. Ja, es könnte auf jeden Fall lustig werden. Ach, ich denke schon, dass es lustig wird. So mit Originalsprecher und so finde ich das schon geil. Wir werden es auf jeden Fall holen. Ich meine, es sind Zombies und Dämonen, also da machst du eh nichts verkehrt. Und dann noch Ash. Oh nein, ich bin runtergeasht, ey. Haben wir eine Leiter? Nee, nur so ein Tritthocker, so ein alter. Kackhocker. So einen alten Savini-Hocker. Der alte Savini-Jason-Hocker. Sonne, Mond, Anus hier vorne das drauf. Sonne, Mond und Anus. Sonne. Kindergarten, Apfelbirne, Anus. Ja, Apfelbirne, Anus. Oh Mann. Sonne, Mond und Anus. Hier von unten, die müsste die Fenster, der untere Winkel. Oh, und du musst auch hier die Striemen, die Rippen, die Dachrippen musst du auch säubern. War gar nicht jetzt mal so ein Minijob. Ja, aber richtig big war er auch nicht, ne? Nee, big war er nicht, aber so mittel. Alleine hättest du aber auch da dann wieder eine halbe Stunde mindestens gehangen. Ja. Ja, wir sind ja relativ auch, also so, wir kommen ja gut ohne Reiniger aus, ne? Ich bin, hab noch nie einen Reiniger benutzt in dem Spiel. Und im echten Leben? Echt Leben grundsätzlich gar nicht. Seife, braucht es schon. Schwächt nur die Immunabwehr der Haut. Im Olivenöl. Hier ist noch irgendwo was. Ah, das Dach. Oberlichtverzierung. Was ist denn die Oberlichtverzierung? Weiß nicht. Rippe, Rippe, Rippe. Auf jeden Fall fehlt noch was vom Dach. Nehme ich noch eine Rippe. Dach. Mal hier was vom Dach. Das war die Verzierung. Nochmal Dach. Da war gerade noch was. Dachverkleidung. Das ist Fenster. Und diese Verzierung. Hier. Oberdachverzierung. Was ist eine Oberdachverzierung? Weiß nicht. Oh, der Dachsims. Da muss ich mal die ist lange... Ist hier das da?
Da sind das diese Metallknöpfe. Und hier ist eine Rippe. Dachverkleidung, hier fehlt auch noch was richtig Großes. Hier die Achse ist noch irgendwie schmuddelig. War noch was an der Unterseite. Oh, hier ist ja noch gar nichts gemacht. Hier die Achsenhalterung ist immer noch richtig dreckig, aber ich weiß nicht wo. Ah, hab's. 99. Der Sims. Was ist mit dem Sims? Ist das, gilt der hier einmal rundherum oder was? Ja, was war da eben? Dachzierleiste. Omas alte Leiste oder was? Aber wie willst du denn da? Oben. Der Schnurrbart, den sie da hängen hat. Omas alter Schnurrbart, ey. Omas alter Schnurri ist das. Ah, hier ist noch was. Zierleiste. Wand. Die Wandzierleiste. Ah, da. In den Biggie Holes, da war auch noch was. Hier war auch noch eben was. Hier, Wandverkleidung. Hier drin oder wie? Hab ich auch noch was gefunden. Ey, wie viel fehlt denn da noch? Ja, es ist 1% noch. Da war noch was. Das ist die Wandverkleidung. Wo soll denn da noch... Ach, dieser Rand hier. Judith. Hinter den Reifen. Hinter den Reifen hat sich noch der Schmuddel hier an der Wandverkleidung versteckt. Aber hier ist nichts mehr an den Reifen. Die sind sauber. Und trotzdem soll ja angeblich noch richtig viel. Hier, guck mal, von oben drauf. Hier. Da. Aber es wird immer noch nichts angezeigt. Wird bei dir schon angezeigt, was es ist? Nee. Da muss ja noch richtig viel fehlen. Ist noch eine Dachzierleiste da oben? Also bei mir wird eh nie angezeigt. Ich muss, wenn, dann eh mal separiert gucken. Ist clean. Ach, Sims ist auch noch irgendwie Schmoddel. Dachverkleidung? Hm. Das ist so kleine Dinger hier, ne? Das sind alles so kleine Sachen. Guck mal, hier auch. Das hier. Hier ist noch irgendwo was. Ja, die. Da. Ja. Dachrippe. Wo kann man denn gucken? Da. Sauber. Es fehlt noch Erkerfensterstützen. Was ist denn Erkerfensterstützen? Ah, wahrscheinlich das hier. Das ist ein Erker. Das Ding hier. Ja. Dann haben wir noch... Sauber. Hier unten haben wir noch einiges. Ein oder zwei? Dachdekorat sind jetzt sauber beide. Dann haben wir noch Dachsimse. Da fehlt noch einer. Dachdekorationen fehlen noch zwei. Dachverkleidungen fehlen noch zwei. Hier, komm mal zu mir. Auf die Seite. Hier, Dachzierleiste. Das Ding ist... Dirt. Ja. Der Dachsims, ja, auch sauber. Dekoration. Was sind denn Dachdekorationen? Das ist Wandzierleiste. Sind Sie Dachdecker? Nein, ich bin Dachdekorierer. Ich bin Dachdekorierer. Dachverkleidung, Dachdekor... Dach.
Und Verkleidung. Was ist denn hier? Doch, Verkleidung ist hier das Goldene. Da ist noch was. Ist wahrscheinlich hier noch eine. Nee. Die Goldene. Hier ist nix. Hier ist noch eine. Eine sehr schmuddelige. Ja, ja, haben wir. Jetzt noch die Dachdekoration. Was ist denn eine Dachdekoration? Das hier, oder was? Dieser kleine Schnurrbart hier. Nee, das ist, wie heißt das Dach? Eine Zierleiste ist das. Eine Zierleiste. Dekoration. Aha. Davon fehlen uns zwei. Irgendwo wurde noch nicht richtig abdekoriert. Nach Verkleidung? Was ist denn eine Deko müsste irgendwie... Vorne irgendwas noch. Ne, Dach Sims. Dach Pfosten. Wahrsagerschild. Schornstein. Das Ding hier vielleicht. Hier ist eine Dachzierleiste. Eingangskonsole. Gibt's doch nicht, dass wir jetzt nicht das letzte Ding finden. Dachdekoration 2. Osten. Das ist auch ein Dach, das Ding hier, ne? Ist auch ein Gelbe. Dach. Ja. Das ist ein Pfosten. Pfosten. Der Ball gehört zum Pfosten. Irgendwas sein, wo man schwer hinkommt. Irgendwas Kleines, Ekelhaftes, Feines. Treppe, Wand, nee, Dach ist ah, ja ich hab sie. Was ist das? Hier Mond und Sonne, Mond und ach, Sterne die hier. Dinger. War ich von ganz unten irgendwie so, ne? Naja, irgendwas. Hier. Hier der Mond noch, der kleine. Bestrahle ihn. Bestrahle, aber er will nicht. War ich von ganz unten. Ist auf jeden Fall der Mond hier. Aber mehr spritzen geht ja gar nicht mehr. Hä, bei mir ist da aber auch gar nichts mehr. Aber wenn wir den Mond nicht schaffen, dann kriegen wir keinen neuen Job. Wirklich der Mond oder ist vielleicht die Sonne? Jetzt. Es war die Sonne. Nein, es war der Mond. Sicher? Ja, du musstest nur auf dem Dach ein Stück runter, damit du noch weiter von unten dran kommst. Alter, das war am Ende, aber dann, guck mal, das Ende ist immer so knackig. Weißt du, am Ende hast ja, dann, ja. Denkst du, oh, guck mal, easy durch. Die letzten 1% sind ab und zu 10 Minuten. Ja, ja. Es ist echt krass. So, jetzt sieht man hier, wie schnell wir eigentlich vorankommen und dann hängen wir uns auf an diesen letzten kleinen... Ah, aber jetzt, wenn man alles kennt, im Speedrun werden wir besser. Ja, im Speedrun werden wir deutlich besser. So, schauen wir mal. Karrieremodus. Uff. 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 Pass mal auf. Bis mal an, da waren wir ja noch nie. Alter. Alter, look at this. Ey, was ist denn hier? Ausgrabung? Oder? Alter, der alte hier, wie heißt der? Von Rick and Morty. Ja. Krass. Ja gut, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss.